Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Galaxy. Der letzte Part war relativ interessant, weil wir da einiges an, ja, Momenten erlebt haben. Aber auch nicht nur das. Was ist im letzten Part alles passiert? Ich mache eine Kurzfassung. Wir sind zweimal gestorben. Wir haben den roten Stern freigeschaltet. Und wir haben 5 Sterne insgesamt im gesamten Part gesammelt. Und das Ding ist, ich habe mal geguckt, die 5 Sterne, die wir gesammelt haben, waren jeweils immer in einer anderen Galaxie. Wir hatten die Kreaturenfabrik, dann hatten wir das Sternentor, da das Kinderzimmer, meine ich damit. Dann hatten wir den Gourmet-Luma und dann hatten wir den mysteriösen Kreis und dann haben wir in der Höhlenverlies-Galaxie angefangen. Also, im letzten Part haben wir 5 verschiedene Sterne aus 5 verschiedenen Galaxien geholt. Das hat man noch nie. Das ist mir so aufgefallen und ich fand das echt cool. So, wir machen jetzt hier weiter in der Loft. Genau, das haben wir fertig. Höhlenverlies-Galaxie, hier machen wir jetzt weiter. Also, wenn ich diese Galaxie sehe, ich muss jetzt an den letzten Part denken, was da wieder abging, ey. Meine Güte, was habe ich hier im letzten Part getrieben? Aber ich wurde auch verarscht, ne? Also dieser Bonusraum, ne, das werde ich nicht vergessen. Spaziergang am Himmel. So, ist das der Stern, wo es den Gourmet-Luma gibt? Und noch eine Sache ist mir aufgefallen beim Schneiden. Als ich den letzten Part geschnitten habe, habe ich im Wasser etwas Glitzerndes bemerkt. Und es würde mich schon interessieren, das auszuchecken. Aber ich glaube, das ist jetzt der falsche Stern dafür, ne? Weil in diesem Stern gibt es das jetzt nicht. Ich guck mal gleich. Ey, Junge, dieser Pumpenmaulwurfsoldat, der stört meine Erkundung. Nein, seine Kanone wurde besetzt, das geht nicht. Muss ich einfach auf seinen Kopf springen? Ja, anscheinend. Wie oft haben wir den jetzt bekämpft? Das ist nicht das dritte Mal, dass wir ihn jetzt sehen. Also langsam nervst du. Muss ich ganz klar und deutlich sagen. Du gehst hier jedem auf den Sack. Ja, jetzt hör auf, mich zu treffen, Mann. Du bist doch ein Lappen. Du kannst doch nichts. Seitwärtssprung. Seitwärtssprung! Dann halt so. Mann. Gut, er ist tot. Zum 50.000. Mal. Komm, geh weg. Du nimmst unsere wertvolle Zeit. So. Wir schauen uns hier aber noch ein bisschen um. Genau, da. Das Glitzern, da habe ich in der Aufnahme gesehen. Also als ich das Video geschnitten habe, habe ich das hier gesehen. Der war im ersten Stern auch da. Was ist das? Sag bloß, das ist nur so ein unnötig billiges One-Up, Alter. Dann würde ich hier mal richtig auf den Boden kotzen. So, schauen wir mal. Ich will das jetzt mal nachchecken. Also ein Gourmet-Luma glaube ich nicht, dass das ist. Ne? Würde jetzt nicht irgendwie Sinn machen. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als es auszuprobieren. Was ist da drinne? Ein verfluchtes, dreckiges One-Up. Toll. Und ich dachte mir in der letzten Folge beim Schneiden so, was ist das für ein glitzerndes Zeug? Und nein, es war nichts Wertvolles. Verschwendete Zeit. Schade. Gut. Egal. Ich sammle wieder so viel Sternstaub, wie ich kann, weil... Ja, kann ja sein, dass der Gourmet-Luma hier ist. Obwohl, sollte ich nicht erstmal spielen und dann schauen? Ach, jetzt komm her. Du langweilst. Du langweilst. Boah, der ist voll schnell. Wenn ich den jetzt nicht erwische, dann scheiße ich drauf. Ja, komm. Geh nach Hause, wirklich. Langweile. Aber ich guck trotzdem mal, wir haben den jetzt nicht umsonst gekillt, ne? Was bringt mir diese Kanone jetzt? Ich kann jetzt wieder dahin, aber ich kann jetzt auch wieder hierhin. Ich verstehe das nicht. Ich könnte mich auch dahin schießen, Alter, what the hell? Kann ich sonst noch irgendwo hin? Nö. Ich schieße mich erstmal dahin. Irgendwie, der Anfang dieser Galaxie macht mich kirre, ja? Weil ich weiß, es gibt ja ein Secret. Ich weiß aber nur nicht, in welchem Stern und wann genau und was ich nochmal machen muss. Und ich hasse es, weil das bedeutet, dass ich halt bei jedem Stern diese Scheiße nochmal ausprobieren muss, weil ich halt nicht weiß, wann es ist. Und das kotzt mich an. Ich will wissen, was das jetzt zu bedeuten hat. Warum habe ich das jetzt hier gemacht schon wieder? Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, es gibt ja ein Secret. Ich weiß nur nicht, wann. Und das nervt. Okay, interessanter Tod. Toll, jetzt ich gehe hier weg. Macht jetzt keinen Sinn, diese Gegner da zu killen. Ich habe keinen Stern.
Ja, ich habe jetzt den Typen in der Kanone gekillt für nichts und wieder nichts, oder was? Warum? Was war jetzt der Sinn dahinter? Oder brauche ich die Feuerblume da oben? Für irgendwas anderes hier? Irgendwie, ich mag die Galaxie nicht. Ich hatte die irgendwie cooler in Erinnerung. Aber jetzt, wo ich hier bin, bin ich einfach nur triggert. Eine Eisblume brauchen wir hier. Okay. Soll ich jetzt runtergehen ins Wasser? Oder soll ich jetzt hier oben wieder meine Jump-Skills irgendwie... Ich bin total verwirrt. Ich mag diese... Was ist das denn? Das ist ja mal interessant. Was war das? Der Stern? Ja, okay. Scheiß drauf. Ist nicht dein Ernst. Okay, danke schön. So, ist da jetzt wieder ein Bonusraum? Ja. Ey, nee, also irgendwie... Ich kann mich mit dieser Galaxie nicht anfreunden. Oh, direkt auf seinen Kopf gesprungen. Cool. Und dann fällt der Keck runter. Ich weiß nicht, soll ich jetzt hoch oder soll ich ins Wasser? Was soll ich machen? Ich mag das nicht. Was ist das hier? Soll ich hier hin? Jetzt machen wir einen auf Jack und Dexter, oder was? Für Arme. Ja. Hallo. Ey, ohne Worte, wirklich. Ohne Worte. Ich habe keine Worte für diesen Dreck. Ich weiß nicht, wohin. Kannst du darüber nach... Oh Mann, halt deine Fresse, wirklich. Wir sind am Ende des Spiels angekommen. Also langsam reicht es mit diesen unnötigen Tipps. So, das ist jetzt hier zu, genau, das haben wir ja im letzten Part gemacht, da war ja dieser komische Zauberer. Okay, dann gehen wir mal weiter runter, vielleicht finden wir hier irgendwie einen Secret-Stern, dann können wir jetzt mal den holen, weil ich bin total verwirrt, ich will hier einfach nur irgendeinen Stern mitnehmen und weg. Ich kann mich erinnern, dass hier irgendwas ist. Das ist nämlich nicht umsonst da, so total bewacht. Da ist irgendwas, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt rankomme oder nicht. Oh Mann, ist das ekelhaft hier. Ja, der Pfeil zeigt auch nach oben. Ja, komm, dann geh doch weg. Toll, wir verschwenden hier unnötige Sekunden. Wir kommen überhaupt nicht voran hier in dieser Drecksgalaxie. Du dummes Stück Scheiße, lass mich doch einfach in Frieden. Und dann ist doch noch diese beschissene Steuerung im Wasser, ey. Und dann zittert noch mein Augenlid. Kennt ihr das? Wenn euer Augenlid zittert? Boah, das ist ja mal richtig zum Kotzen. Alles am Nerven gerade. Alles am Abfacken. Nein, und jetzt macht er die Blase kaputt, ey. Unglaublich, der Typ. Spring einfach hier rüber. Wenn du da jetzt runtergefallen wärst, Alter, weißt du das? Ich bin ausgerastet. So, was ist das jetzt hier? Darf ich mich jetzt davon treffen lassen? Soll ich mich davon treffen lassen? Hier zeigt ein Pfeil nach da. Also ich geh einfach. Komm, geh einfach dahin, wo der Pfeil hin zeigt. Schnauze voll jetzt hier. Ja, und was ist jetzt hier? Ich war doch hier unten. Oh mein Gott, ist diese Galaxie einfach nur beschissen, wirklich. Ich bin absolut kein Freund von diesem Müll hier. Los. Wohin? Bruder, was ist hier los? Ich bin einfach verwirrt. Als hätte diese Galaxie irgendein Kind kreiert. Keine Ahnung. Gut, und was jetzt? Muss ich die Cheep-Cheeps hier killen? Kriege ich dann irgendwas? Ich fühle mich doch hier gerade sowieso komplett verarscht. Komm her. Nee, gar nichts. Komm, lass mich hier einfach weg, bitte. Ich flehe dich an. Wir haben noch nichts geschafft in der gesamten Folge. Gib mir jetzt sofort den Stern. Was muss ich hier machen? Was ist das? In der Wassermelone im Zentrum ist ein Powerstern versteckt.
Schieße die Tennisbälle mit Stampfattacken auf die Melonen und zerstöre sie. Danke, Toad. Aber ist jetzt mal ohne Witz, das ist doch irgendwie komplett... Diese Galaxie ist doch einfach komplett anders als alles andere, was wir jemals irgendwie hatten. So, warum wird jetzt daraus eine Wassermelone? Hä? Was ist das für eine Physikstunde hier? Ich bin nicht in der Schule. Ich will hier zocken und Spaß haben. Das ist doch... Und die Animation, wie diese Wassermelone dicker wird. Irgendwie hat diese Galaxie nichts in der Loft zu suchen. Keine Ahnung. Die gesamte Galaxie hat im gesamten Spiel nichts zu suchen. Jetzt komm halt her, was ist das für ein scheiß Tennisball? Ey, und wie der mir meine Zeit frisst. Ich kotze auf den Boden, jetzt komm her, du Stück Scheiße. Nerv nicht. Ey, was für eine behinderte Aufgabe ist das denn, ey? Mann! Zum Kotzen, die Galaxie! Bring mich hier weg! Ich möchte diese Galaxie in der heutigen Folge auf jeden Fall zu 100% abgeschlossen haben. Ich möchte hier nie wieder hin. Diese Galaxie ist nur Verwirrung pur in meinem Kopf. Spaziergang am Himmel. Was ist das für ein Stern gewesen? Ich bin voll getriggert gerade, weil das mich voll genervt hat. Heilige Scheiße, ist das ein Drecksstern. Das ist eine Drecksgalaxie. Aber jetzt mal ohne Witz. Schreibt mir mal bitte eure Meinung von dieser Galaxie in die Kommentare. Shachi und der unterirdische See. Ich habe keinen Bock hier noch irgendwas zu erkunden, bin ich ganz ehrlich. Dein Name ist also Shachi. Also bisher kannten wir den Typen eigentlich nur unter Meeresganove. Und jetzt wissen wir auch seinen Namen. Shachi. Und in diesem Stern ist die Kanone geschlossen. Daraus haben sie jetzt ein Bett gemacht. Der Ganove ist im unterirdischen See aufgetaucht. Mann, dieser verkackte Meeresganove ist schon wieder da. Ich habe ihm doch eine geslappt, Mann. Was hat der hier eigentlich schon verloren, Mann? Mann, ich als Kapitän werde ihm wohl ordentlich nochmal in die Fresse boxen müssen. Ich habe den Braten gerochen. Der Typ hat Angst vorm Ganoven. Ist hier sonst noch irgendwas, was ich mir hier anschauen muss? Der Anfang ist auch immer wieder der gleiche Anfang. Das ist zum Kotzen hier irgendwie. Keine Ahnung. Das triggert mich. Ich bin hier einfach weg. Dann noch überall Kamex schön in die Fresse gesprungen. Die anderen Toads chillen und du musst hier arbeiten oder und Ausschau halten oder was ist los? Nimm diesem Meeresganoven den Wind aus den Segeln. Sag bloß, ich muss ein Rennen gegen den machen oder so eine Scheiße. Habe ich ja gar keinen Bock zu. Aber wir mussten ja schon mal gegen den Meeresganoven ein Rennen machen, deswegen kann es sein... Na, wo willst du hier ein Rennen machen? Das ist doch tatsächlich... Da ist ein Ring. Sag bloß. Das wäre ja mal voll dumm und unnötig. Du schon wieder. Wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du wieder durch die acht Ringe schwimmen. Kick. Toll, ich habe keinen Panzer. Aber mit einem Panzer wäre das natürlich easier. Easier. Oh Gott. Ein englisches Wort, aber deutsch ausgesprochen. Das ist mal, hört sich ja richtig schrecklich an. Gut, ich habe einen Panzer jetzt. Jetzt ist das alles kein Problem. Ihr scheiß Blooper, ihr könnt mich mal. Mit Z ist bremsen, das darf ich. Das vergesse ich jedes Mal. Wenn ich den Panzer halte, ich weiß immer nie, was ich drücken muss, damit ich bremsen kann. So, kriegen wir jetzt hier gleich einen Stern oder was? Das wäre mir echt sehr lieb. Weil ich habe auf diesen Müll keinen Bock. Kamera, ich sehe halt nichts. Ich überhole den ja gleich. Bro, gib mal ein bisschen Gas. Oh! Okay, das war ja mal... Was hat dieser Stern in dieser Galaxie zu suchen? In der Loft zu suchen. Diese Galaxie ist doch kompletter Müll, oder? Wo ist der Stern? Ich kann die Kamera überhaupt nicht drehen. Ist das nicht beautiful? Da. Gut, Meeresganoven haben wir gejickt. Keine Ahnung, diese Galaxie ist total verwirrend. Mann. Ist unfassbar. Ich habe zu dieser Galaxie echt keine Worte mehr.
Ich habe für einen Stern, der eigentlich in 3 Minuten fertig ist, den man in 3 Minuten holen kann, habe ich 20 Minuten, nicht 20, das ist ein bisschen übertrieben. Ich übertreibe halt schon wieder. Aber ihr könnt merken, allein an meiner Übertreibung kann man doch merken, wie mich diese Galaxie ankotzt. Risikokomet, was? Ach, sag bloß, ich muss jetzt den Zauberer mit einem Leben jiggen. Oder was? Oh Mann, die Großmutter kehrt zurück. Oh, ist jetzt nicht dein Ernst. Muss ich den Anfang auch machen oder kann ich gleich gegen ihn fighten? Gegen sie. Oh, ich kann gleich gegen sie fighten. Das ist doch nett. Ja gut, Großmutter. Auf ein nächstes Duell. Ich habe mich ja richtig schlecht angestellt beim letzten Mal. Also im letzten Part. Deswegen hoffe ich mal, dass ich mich jetzt nicht so behindert anstelle. Und da bin ich wieder ein drittes Mal. Ja. Okay. Sie ist auch sehr excited, mich zu sehen. Ach, Großmütterchen, was hast du so getrieben? Die letzten Tage, hä? Hast du mich schon wieder vermisst, oder was? Da kann ich aber nicht, deine Gefühle muss ich leider erwidern. Ich hab dich nicht vermisst. So, Großmütterchen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nicht gegen dich irgendwie voll behindert zacken werde. Komm mir mal bitte... Oh nein, das war ein Panzer. Oh, ich hab ihn noch. Gut. Komm mir mal bitte nicht so nah. Ich mag das nicht. Ich bin nicht so einer, der Nähe feiert. Halt deine Schnauze, ich tue das, was ich will. Okay, aber während du das jetzt gerade gemacht hast, hast du dich von mir entfernt. Also ist das doch... Oi! Nein! Es ist doch voll gemein, dass die da Feuer speien kann, während ich da versuche hochzulaufen. Der Panzer, aber der ist jetzt unten. Ich muss die Kamex ausschalten. Oh oh, das wird mir gerade ein bisschen zu viel Action hier. Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe den Keck nicht getroffen. Chip. Oh! Oh! Komm her! Okay. Knapp. Take that. Okay, ein Leben noch. Jetzt stell dich bitte nicht behindert an. Ich flehe dich an. Mario, bitte. Hier jetzt zu sterben wäre so richtig beschissen. Bitte zaubere nicht. Hol nicht deine Kamex her, bitte. Okay, okay. Victory is ours. Victory is ours. Take that and go home. Nicht schon wieder. Oh, Mann. Also, Großmütterchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, deine Tonis-Animation, die fand ich schon immer episch. Ey, ich bin einfach, ich hab keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Leute, so verwirrt war ich in diesem Let's Play noch nicht. So verwirrt war ich in diesem Let's Play noch nicht. Das ist unglaublich. Diese Galaxie hat es mir so richtig gegeben. So, da ist noch ein versteckter Stern, den müssen wir natürlich auch noch holen. Wie gesagt, ich glaube, das hat mit diesem Schiffswrack unten zu tun. Aber in welchem Stern, das werden wir jetzt sehen. Im ersten wahrscheinlich, ja. Gut, dann gehen wir da ganz schnell hin. Dann brauchen wir die Feuerblume, ne? Gut, ab in die Kanone mit uns. Schnell, 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 ich will keine Zeit verlieren. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Galaxie. Wir waren schon viel zu lange hier. Viel zu lange. So, schieß dich auf den Stern. Bitte triff ihn auch. Gut. Die Gegner brauche ich hier nicht killen. Ja, weil hier gab es keinen Gourmet-Luma. Was zum Geier war das? Die Feuerblume ist weg. Willst du mich verarschen? Ich kann die Feuerblume nicht nehmen als Regenbogen-Mario. Das ist ja interessant. Oh Mann, lass mich in Ruhe. Schnell weg hier. Toll, da hätte ich gar nicht auf den Stern zielen dürfen. Jetzt haben wir noch mehr Zeit verschwendet. Ach ja, ist das toll. Zack. Zack. Bitte triff. Gut. Ich wollte gerade sagen, Alter, wenn ich das jetzt verkackt hätte und nochmal da hoch hätte müssen, ey, dann... gute Nacht. So, tot. So, runter mit uns. Müsste auf jeden Fall hier unten irgendwo sein. Ich habe leider den Panzer wieder vergessen, am Anfang mitzunehmen. So, der Pfeil zeigt hier nach links. Wir gehen jetzt natürlich nicht nach links, ist ja klar. Wir gucken uns hier unten um. Bin mir relativ sicher, der versteckte Stern ist hier. Aber was muss ich machen?
für diesen versteckten Stern. Ist da überhaupt was, Mann? Geh mal runter da! Oh, die Kamera, wirklich! Ich will halt gucken, was da ist! Bro, kotz mich nicht an! Was für ein Schrott! Schnell, nimm die Luftblase, sonst verreckst du mir hier noch. Und nimm dir mal den Panzer da und schieß mal mit dem Panzer auf eines dieser Dinger. Vielleicht passiert dann was. Oder hat das mit diesem Schiffswrack zu tun? Nee, hier ist doch nichts. Ich kann halt die Kamera nicht drehen. Ich kann die Kamera nicht drehen. Ich kann mich da nicht in Ruhe umgucken. Einfach weil das Spiel meint, nö. Ja, da ist was. Ich seh's doch. Ich seh's doch. Ja. Ich wusste es. Meine Erinnerungen haben mich nicht getäuscht. Schnell, geh da rein, bevor noch irgendwas Behindertes passiert. So, was muss ich jetzt noch tun? Jetzt sind wir hier gelandet. Der Bohu hat einen Stern. Es regnet. WTF? Was soll ich jetzt hier machen? Das hier aktivieren. Die Münze nehme ich mal nicht mit, falls ich mich irgendwie behindert treffen lasse. Ich brauche Licht, um den Buhu zu killen. So, hier ist auch nichts, deswegen gleich wieder eine Stampfattacke. Und zack. Hier ist auch kein Licht. Aber so eine Wassergeschossanlage. Ah, ich muss mich einfach nur einmal im Kreis drehen. Jetzt ist hier Licht oder was? Okay, sehr interessant. Da komm mal her. Also, schön und gut, ja, dieser Stern. Aber das hat doch auch wieder nichts mit dieser Galaxie irgendwie. Da ist doch nichts in Verbindung, oder? Bin ich jetzt lost? Ach komm, bitte, lass mich jetzt gehen. Bro, ich war doch beim Pfeil. Alter, lass mich hier bitte gehen. Hör auf mit den Spielchen, ist nicht dein Ernst. Bitte, hol einfach den Stern. Danke. Alter, du bist so ein Waschlappen, ey, wirklich. Ich bin einfach nur noch triggert. Das ist wirklich die Folge, wo ich am meisten getriggert bin. Diese Galaxie kann mich einfach kreuzweise, ey, wirklich. Tschüss, hoffentlich mal wiedersehen. Buhus geheimes Zimmer. Cool. Nichts habe ich dazugelernt, wirklich. Einfach gar nichts. Komplette Verwirrung. So, nächste Galaxie. Hoffen wir mal, dass die besser ist. Kanonenflotte-Galaxie. Oh boy. Das ist, glaube ich, Kampffelsen-Galaxie nur nochmal richtig brutal. Also richtig cooler, actionreicher, brutaler Strahl, Strahl, Strahl. Ja, guter Titel. Da bin ich auf jeden Fall drauf vorbereitet. Holy crap, was ist denn hier los? Und da ist der Stern. Wir müssen wohl einen richtig krassen Parcours hinlegen. Ich bin gespannt. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was wir hier zu tun haben. Der Sprung war schon mal richtig cool. So, und also, teilweise hatte ich hier recht mit der Höhlenverlies-Galaxie, ja? Weil ich hatte gesagt, dass da unten auf jeden Fall ein Secret-Stern ist und da war er auch. So, aber wo ich nicht recht hatte, war mit dem Gourmet-Luma. Der war nicht dort. Das heißt, der ist entweder hier oder in der nächsten Galaxie. Also an die Kanonenflotte-Galaxie kann ich mich jetzt gerade auch nicht wirklich erinnern. Mann, du sollst doch auf seinen Kopf springen, ey. Bist du dumm oder was? Spring auf deinen Kopf. Alter. Warum brauchst du für diese drei Gumbas 8 Jahre, bis du sie endlich mal gekillt hast? Los. Dankeschön. So, jetzt sind wir innen drin und hier herrscht Gravitation. Also es herrscht überall Gravitation. Ich verstehe mich nicht falsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Ach, da oben wird schon nichts sein. Das ist nur ein One-Up. Brauche ich jetzt nicht holen. Muss mal ein bisschen Sternstaub nehmen mit. Wir wissen ja nie, ob es hier wieder irgendwo ein Gourmet-Luma gibt. Deswegen immer schön das Zeug einsammeln. Das erinnert mich sehr stark an Mega Man X, wo die Wände sich immer zusammen... Ja, was ist das hier? Geh wieder auf! Warum ist das 8 Jahre zu?
Das erinnert mich immer an Mega Man X hier sowas. Wenn die Wände sich so zuprallen. Da ist ein Bonusraum. Komme ich da hier nicht so ran? Tatsächlich, weil die Gravitation sich auch ändert. Ach, mach doch, hör auf mit solchen Spielchen. Geh einfach den normalen Weg. Wir werden da schon irgendwie hinkommen. Geht das zu? Ja, das geht komplett zu. Krass. Okay. Dann aktivieren wir das. Zack. Jetzt müssen wir wieder 10 Jahre warten. Ich bin ja kein Fan von solchen Momenten, wo ich immer abwarten muss und dann im richtigen Moment los. Man kann es cool machen, aber man kann es aber auch richtig beschissen machen. So. Aufpassen, sich nicht treffen lassen. Das wäre blöd. Ist schon cool gemacht, aber trotzdem. Muss ich dazu sagen. Auf jeden Fall. So, hier ist ein Trampolin. Da muss ich jetzt im richtigen Moment springen. Und zwar jetzt. Oh yeah. First try. Nein! Oh, das war knapp. Schnell, 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 schnell. Oh! TF. Okay, die Animation ist sehr, sehr komisch. Ja, diese Fluganimation, damit habe ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Dass ich da nicht getroffen wurde, war ein bisschen Glück. Gebe ich ganz ehrlich zu. Da ist ein riesen schwarzes Loch. Und hier spielt auch die Kampffelsen-Galaxie-Musik. Also ist das auf jeden Fall... Wofür sind die Bob-Oms hier? Die sind doch nicht einfach umsonst da. Das geht... Das fällt runter? Holy shit. Ist das auf Zeit? Wenn ja, dann... Alter, jetzt hör auf. Du kleiner Bastard. Alter, wenn der mich umgebracht hätte, ey. Der hat mich sogar fast umgebracht. Schnell, hoch, 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 hoch. Aua. Meine Güte, ist das ist einfach nur da, um einen Angst zu machen. Und das hat echt leider funktioniert. Ich scheiß auf das One-Up. Das kann mir vollkommen egal sein. Wir warten hier auf die beiden Wände. Und jetzt machen wir Wandsprünge. Ich weiß nicht, ob ich hier oben safe bin. Ich weiß nicht, vielleicht quetscht mich das da oben gegen die Decke. Deswegen werde ich da nicht raufklettern. Wir warten jetzt hier einfach und timen unsere Sprünge. Genau. Das ist cool. Das ist cool. Ich weiß nicht, ich fliege noch nicht los. Ist da sonst noch was? Nee. Vielleicht ist da ja so ein Secret, deswegen wollte ich nicht gleich los. Warum sind hier Bob-Oms? Das verwirrt mich. Die haben doch bestimmt einen Grund. Ist hier nichts? Sonst machen die doch da immer so Versteckchen. Nee, ich kann da nicht mal einen Wandsprung machen. Ja, komm. Nein! Oh, okay. Fast runtergefallen. Voll unnötig. Okay, was jetzt? Ich soll zu dem Stern. Ja, kein Thema. Das war ja easy. Kann ich da nicht sogar von hier abkürzen? Aber ich glaube, das haben die bedacht. Deswegen, ich challenge das mal nicht. Okay, da muss ich irgendwas kaputt machen. Da komme ich so nicht ran. Es sei denn, ich mache nochmal den. Ja, und da sind nur einzelne Sternstaubdinger drin. Also kann mir sonst wo. Ah, Kugelbilly, komm mal mit. Triff bitte nicht den Gumba. Und natürlich trifft er in der Sekunde den Gumba, ne? So, komm mit. Flieg bitte oben. Nein! Okay, okay, er lebt noch. Der Kugelbilly ist... Hallo, Kugelbilly? Ja, ja. Nicht dein Ernst. Vielleicht sieht der mich ja. Ja, dann bleibe ich hier. Das ist einfacher. Genau. Ach was. So, komm raus, bitte. So, und jetzt hoch. Okay, jetzt komm mit. Komm mit und spring hier gegen. Mach das auf. Gut. Jetzt flutet sich das hier. Und jetzt ändert sich die Musik. Also, ich habe irgendwie das Gefühl... Aua. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Entwickler haben so versucht, so... Oh, das ist jetzt das Ende des Spiels. Wir müssen jetzt hier mal so richtig coole Galaxien rausholen. Und, zugegeben, es ist cool. Aber irgendwie haben sie wirklich krampfhaft versucht, das hier so richtig zu übertreiben. Und irgendwie, das hätte nicht sein müssen, oder? Bisher mag ich alle Galaxien aus dem Maschinenraum mehr als das, was ich hier in der Luft gesehen habe. Muss ich mal... Jetzt mal so ganz ehrlich sagen. Damit will ich nicht sagen, dass das schlecht. Ich mag das hier. Das ist auch irgendwie cool.
Aber halt irgendwie so krampfhaft. Versteht ihr, was ich meine? Es fühlt sich so an, als wäre es einfach so, so, ich zwinge mich dazu, das zu machen. Trotzdem, ich muss sagen, dieser Stern war sehr interessant. So diese ganzen Parcours, einmal dieses Gravitationsspielchen, dann noch das Wasserfluten, Kugelwilli und das war schon cool. Das war auf jeden Fall cool. Aber ich glaube, einen Stern hole ich noch, oder? Ja komm, holen wir uns noch einen Stern. Ganz fix. Wenn es geht. Ne? Wenn nicht, dann ist blöd. Aber ich probiere es mal. Der erste Stern ist ja sowieso immer der am längsten dauert. Der zweite Stern, der dauert ja nie so lange eigentlich. Deswegen denke ich, können wir uns den jetzt hier noch aus der Kanonenflotte-Galaxie auf jeden Fall noch abholen. Was haben wir denn da noch? Überlebe das Sperrfeuer. Cooler Titel. Dann überleben wir mal das Sperrfeuer. Oh, das gleiche wie in der Kampffelsen-Galaxie. Ich habe es ja auch schon mal gesagt gehabt. Alter Schwede, da wirst du ja richtig abgeknallt. Das ist jetzt so ein 2D-Parcours so gesehen. In einer 3D-Anlage. Geil. Und das erinnert auch übel an Sunshine. Und beziehungsweise nicht an Sunshine, sondern an Super Mario Bros. 3 mit dem Zahnrad. Cool. Das ist cool. Schönes, episches Easter Egg. Richtig geil eingebaut. Finde ich sehr nice. So, hier unten sind Bomben. Ich weiß nicht warum. Voll unnötig. Ja, und wie kann ich jetzt das hier drehen? Normalerweise muss man dich doch auf eine Seite stellen. Achso, ja, auf die rechte Seite natürlich, nicht auf die linke. Big Brain. Ja, das reicht schon, mehr brauchst du nicht. Den Rest kannst du... Mann, hör auf! Ich will einen Weitsprung ausführen. Dankeschön, weil mehr haben wir nicht gebraucht. Hat gereicht. So, hier sind ein paar Umdrehböden mit Kettenhunden. Die sogar bellen. Sehr interessant. Also das gefällt mir jetzt schon. Der Stern gefällt mir jetzt schon als die komplette Höhlenverlies-Galaxie. Das ist richtig cool. Ich stehe auf so parkourmäßige Sachen. So 2D, 3D, vollkommen wurscht. Ich finde das beides cool. Ja, das war doch episch. Das hat richtig Spaß gemacht. Dann werden aus den restlichen Kettenhunden noch Sternstaub. Das ist cool. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, weil wir dürfen jetzt hier echt nicht runterfallen. Ein Fehler und wir sind tot. Deswegen Mario, bitte. Deswegen Mario, bitte. Streng dich an. Oh, das ist ekelhaft, das ist ekelhaft. Sag bloß, da kommen jetzt zwei Gegner raus. Ich wusste es. Dann kriegen die erstmal gleich ihre Kokosnüsse wieder zurück, bevor wir hier weitermachen. Oh, das hat mich nicht getroffen, zum Glück. Ah, jetzt speit der Feuer. Das will ich nicht. Ja, komm, speit deine blöde Kokosnuss hier runter, Mann. Gut, er ist auch tot. Wir mussten die sogar töten, um weiterzukommen. Das ist echt anstrengend und cool. Das war anstrengend und cool. So, und dieser Bob-Omb möchte mich jetzt natürlich davon abhalten, dass ich hier die Dinger sammle. Aber ganz ehrlich, ist es das Risiko nicht wert, deswegen gehen wir einfach. Weil wenn er mich einmal da trifft, dann ist es vorbei. Dann bin ich tot und wir sind bei 19 Deaths und ich will da jetzt keine weiteren unnötigen Tode riskieren. Und für dieses bisschen Sternstaub brauche ich mir das auf jeden Fall nicht antun. So, das ist jetzt eigentlich das Sperrfeuer, das wir überleben sollen. Das wird jetzt ein bisschen brutal. Ich bin gespannt. Ich bin fokussiert. Was? Was zum... Du Vollidiot. Mario, wirklich, ich hasse dich manchmal. So hart. Ich bin einfach gerade fast gestorben. Und wisst ihr warum? Weil der Typ sich nicht einfach umgedreht hat. Ich habe ihn von links nach rechts bewegt. Er sollte sich einfach nur ganz normal umdrehen. Das ist nicht dein Ernst. Ich bin schon wieder fast gestorben. Okay, jetzt konzentriere ich mal bitte. Halt mal deine Fresse und aufpassen. Ich habe ihn einfach nur von links nach rechts bewegt. Und er dreht sich in 3D um. Ich wollte mich nur auf einer 2D-Ebene bewegen und er dreht sich in 3D um. Deswegen bin ich fast gestorben. Mein Herz rast gerade sehr stark. Einfach weil ich gerade nicht sterben will. Und weil Mario mich schon zweimal fast umgebracht hat heute hier. Oh nein, irgendwie macht mir das alles sehr viel Angst. Ein Schuss kann mich schon umbringen. Ich habe zwar 3 Leben, aber das bringt mir nichts, wenn ich runterfalle. Scheiß drauf. Oh oh. Okay. Das ist echt krass, das Überlebe das Sperrfeuer, das gefällt mir. Es ist schwer, so muss das sein. Oh, und dann diese random Gravitationsspielchen kommen noch dazu. Ich kann nicht mal das Wort aussprechen, weil ich gerade sehr angestrengt bin.
Ihr wisst, was ich meine. So, was jetzt? Okay, der macht jetzt diese Laser. Wir müssen aber nur im richtigen Moment A drücken. Das ist eigentlich nicht schwer. Jetzt oh, da ist ja schon der Stern. Geil. Und was ist in diesem Fragezeichenblock? Bitte, lass es nichts. Okay, scheiß drauf, wirklich. Cool. Sehr cooler Stern. Ich bin zwar sehr oft fast verreckt, aber zum Glück ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie ich diesen Part geschafft habe, ohne zu sterben. Wir haben den Zauberer mit einem HP gejickt. Dann hatten wir noch diesen Neereskanufen heute. Die ganze Höhlenverlies-Galaxie war irgendwie ganz, ganz komisch. Und jetzt haben wir das Sperrfeuer überlebt und einen 3D-Parcours gehabt. Okay. Das ist jetzt gerade das, was ich brauche, Leute. Hört ihr diese Ruhe? Diese zwitschernden Vögel? Diese Stille? Man spürt schon den Wind. Frühling. Einfach schön. Das brauche ich gerade, um mich wieder zu beruhigen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Super Mario Galaxy. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Es ist und bleibt spannend, lasst mich das so sagen. Im nächsten Part werden wir dann höchstwahrscheinlich die Kanonenflotte-Galaxie beenden. Und dann werden wir uns schon auf dem Weg machen zur letzten Galaxie in der Luft. Das ging relativ schnell. Der Death Counter ist bei 19. Wir brauchen noch 8 Power-Sterne, bis ich euch sagen kann, warum ich den Death Counter überhaupt habe. Oder ich sterbe halt noch ab und an mal. Aber ehrlich gesagt möchte ich nicht mehr sterben. Deswegen wäre es schön, wenn wir die 100 Power-Sterne erreichen und ich euch dann so sagen kann, warum wir den Death Counter haben. Okay. Mario legt sich hin. Oh, jetzt will ich auch schlafen. Jetzt will ich auch pennen. Gut, habe ich mir auch verdient, nach der Drecksgalaxie, die wir heute hatten. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bleibt clean. Until next time. Habt eine wunderschöne Zeit mit eurer Familie und mit euren Freunden. Und dann wünsche ich euch noch, ja, einen schönen Tag, einen schönen Mittag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.